Landeshauptmann, Stellvertreter, Frau Präsidentin, meine Herren Präsidenten, Frau Projektleiterin, meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen bei unserer gemeinsamen Pressekonferenz. Sie sehen, wenn der Landeshauptmann Stellvertreter die Präsidenten, Präsidentin des Städtebundes, Gemeindevertreterverbandes, Gemeindebund eine gemeinsame Pressekonferenz machen, dann gibt es natürlich etwas aus meiner Sicht Bedeutendes zu präsentieren. Das Burgenland ist im Bereich der Haushaltsreform zu einem Vorreiter in Österreich geworden. Wir sind allen anderen Bundesländern bei dieser Haushaltsreform im Bereich der Gemeinden einen Schritt voraus. Und ich darf mich auch bedanken bei jenen, die dazu beigetragen haben, dass es diesen Testlauf in der Gemeinde Antau gegeben hat. Das ist die Abteilung 2 mit der Frau Magister Philipp, Magister Novosel. Es ist die Gemeinde Antau, die Amtsleiter Pohl und Aufner und unsere Projektleiterin, die Frau Magister Meseritsch. Sie haben ein Projekt, nämlich die Topic in den Gemeinden einzuführen, anhand der Gemeinde Antau auch umgesetzt, gemeinsam erarbeitet. Und warum machen wir das? Es wird deswegen gemacht, weil es mehr Transparenz gibt, weil es auch eine Planungssicherheit gibt. Die Gemeinden sehen doch relativ einfach, wie viel Finanzspitze sie haben, wie groß ihr Vermögen ist. Und es wird die Gemeindebuchhaltung im Wesentlichen so gestaltet, wie das auch in der Privatwirtschaft der Fall ist. Es gibt eine Ergebnisrechnung, das entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft. Es gibt eine Finanzierungsrechnung, das entspricht der Cashflow-Rechnung ebenfalls in der Privatwirtschaft und einer Vermögensrechnung, das entspricht der Bilanz ebenfalls in der Privatwirtschaft. Natürlich muss man darauf achten, dass diese Vermögensrechnung den Kanal, die Straße, die Schulen, den Kindergarten und so weiter betrifft, dass das kein Vermögen ist, das veräußert werden kann, sondern das soll auch aber Transparenz gegenüber der Bevölkerung sein, was mit dem Geld der Gemeinden auch in den vergangenen Jahren und aktuell gemacht wird. Das Gesamtbild Vermögens- und Schuldenlage wird durch die Gemeindebilanz sichtbar. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass diese Transparenz gegeben ist, das Gesamtbild eben, wie die Finanzsituation einer Gemeinde aussieht. Es wird ebenfalls die Substanzerhaltungspflicht der Gemeinden sichtbar. Durch die Abschreibungen jedes Jahr sieht man auch den Substanzverlust und muss auch in entsprechender Form reagieren, um die Substanz zu erhalten. Denn in der Infrastruktur gibt es Reparaturen, es gibt in der Infrastruktur Erneuerungen, einen weiteren Ausbau und hier auch in dieser neuen Haushaltsreform ist diese Transparenz gegeben. Klare Spielregeln für Verbuchung in Soll und Haben, klare Interpretation der Ergebnisse, das sind eben klare Entscheidungsgrundlagen. Ich glaube, das ist auch eine Hilfe für den Bürgermeister, weil er auch allen Mitgliedern des Gemeinderates sehr transparent erklären kann, wie die Situation ist. Das ist naheliegend bzw. nachvollziehbar. Wir haben auch gesagt, das wird der Landeshauptmann Stellvertreter noch näher erläutern, dass es einheitliche Kennzahlen für die Kontrolle geben soll. Wir versuchen da Standards festzulegen, zu erarbeiten, damit die Kontrollen sowohl von der Gemeindeabteilung aus als auch vom Rechnungshof aus einheitlich dann beurteilt werden. Abschließend darf ich sagen, wir sind einen Schritt im Burgenland voraus. Wir sind ein Bundesland bzw. eine Gemeinde, die hier diese neue Haushaltsreform im Burgenland bereits in einem Pilotprojekt umgesetzt hat. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass mit Zustimmung der Gemeinde Antau auch dieses Modell österreichweit präsentiert wird, dass wir das gerne auch dem Finanzministerium präsentieren,
Und das kann ein Vorbild für Österreich sein. Wir sind hier gesprächsbereit, wir stellen unser Know-how zur Verfügung. Rücksprachen an die Frau Magister Messerich, die die Projektleiterin ist, Rücksprachen auch an die Vertreter, an die Präsidenten des Gemeindebundes, Städtebundes, Gemeindevertreterverbandes. Und wir wollen dieses Modell eben allen Gemeinden in Österreich anbieten, um dieses Musterprojekt aus unserer Sicht weitestgehend auch umzusetzen. Ja, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, es war heute am Vormittag ein sehr gutes Gespräch. Es ist sehr vieles gerade in der Verwaltung im Fluss. Wenn ich nur daran denke, dass wir die Gemeindeordnung innerhalb meiner Amtszeit, glaube ich, jetzt dreimal schon geändert haben. Wir haben auch eine Enquete durchgeführt. Wir wollen die Gemeindeordnung im nächsten Jahr auf komplett neue Beine stellen. Wir wollen auch die Haushaltsordnung dementsprechend reformieren. Und da passt es sehr gut zusammen, dass wir jetzt auch für die Gemeinden ein neues Rechnungssystem einführen. Ein System, das mehr Transparenz, mehr Kontrolle bietet, auch übersichtlich ist. Und was mir besonders als Gemeindereferent wichtig ist, dass man hier auch vergleichen kann genau. Denn wir haben auf der einen Seite in den Gemeinden die Kameralistik. Wir beide waren ja Bürgermeister und wissen, mit der Kameralistik auch umzugehen. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Gemeinden, die auslagern, Tätigkeiten auslagern in verschiedene AGs, GmbHs, KGs und so weiter. Und dort findet aber die Topik schon statt. Das heißt, sie haben jetzt schon in vielen Gemeinden die Kameralistik sowieso in 171 Gemeinden und in vielen Gemeinden auch ausgelagerte Stellen, wo nach ganz anderen Berechnungen hier vorgegangen wird. Und wenn wir jetzt diese Topik in allen Gemeinden einführen, und eine Testgemeinde hat bewiesen, dass das auch in kleinen Gemeinden kein Problem ist, dann haben wir ein einheitliches System. Ich glaube, das ist einmal ganz, ganz wichtig und wesentlich. Und daher findet das meine Zustimmung. Das Zweite ist, wir werden am Donnerstag das Verfassungspaket beschließen. Und in diesem Verfassungspaket ist auch enthalten, dass der Landesrechnungshof in Zukunft auf seine Initiative hin Gemeinden überprüfen kann. Jetzt geht es mir auch darum, dass wir ein einheitliches Auswertungssystem bekommen. Nämlich auf der einen Seite die Gemeindeabteilung mit Kennzahlen, auf der anderen Seite der Landesrechnungshof. Und wenn wir jetzt sukzessive die Gemeinden umstellen und das Ziel wäre, dass wir, wenn die Vorgaben vom Bund wir bekommen, dass wir ab 2017 damit starten können, dann bedeutet das, dass wir auch bei der Erarbeitung von Kennzahlen einheitliche Datensätze hätten. Es gibt keinen Spielraum für Interpretationen und keinen Spielraum für politische Auseinandersetzungen. Es ist mir wichtig, dass wir das auf eine Sachebene drücken. 2017 warum? 2017 deswegen, weil erstens einmal die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Jahr 2017 stattfinden und die neuen Bürgermeister, die neuen Verantwortlichen schon eine moderne Grundlage vorfinden. Zweitens, warum 2017 auch? Weil in vielen Gemeinden quasi eine neue Software überlegt wird, EDV-Software, und jetzt haben wir die Chance, dass wir das einheitlich auch umsetzen können. Also ein idealer Zeitpunkt. Wir werden auch uns überlegen, wie wir gemeinsam bei dieser Umstellung die Finanzierungskosten bewältigen, aber ich glaube, das werden auch überschaubar sein. Und ich möchte mich bei der Gemeinde Arntau bedanken, beim Herrn Bürgermeister, der auch hier ist, beim Kamerad Adalbert Endl und beim Peter Pohl, der sehr engagiert hier, beide sehr engagiert Arntau als Testgemeinde zur Verfügung gestellt haben. Wir haben heute das Ergebnis präsentiert bekommen. Das ist wirklich klar, transparent, ersichtlich. Man kann verschiedene Kennzahlen aus der Bilanz schon herausrechnen, herauslesen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Selbstverständlich können wir das nur dann machen, wenn auch auf Bundesebene die Voraussetzungen geschaffen werden. Wir gehen davon aus,
dass die im ersten Halbjahr oder im Frühjahr 2015 geschaffen werden, dann werden wir das erste Bundesland mit einer Gemeinde, wo wir das schon erprobt haben. Da können wir sehr stolz sein und Sie sehen, Innovation findet nicht in den großen Bundesländern statt, sondern Innovation findet in den kleinen Bundesländern statt, wo man sehr flexibel ist, wo man nicht agieren muss wie Dinosaurier, die sind ja bekanntlich ausgestorben, sondern wo man aufgrund der kleinen Einheiten sehr rasch und schnell reagieren kann. Und jetzt wird es natürlich auch an uns liegen und auch an den Gemeindevertreterverbänden, dass wir dementsprechend aufklären, schulen, coachen, dass wir ein Bewusstsein schaffen und damit hätten wir als erstes Bundesland in den Gemeinden eine gute, brauchbare Grundlage zur Transparenz, zur Überprüfung der Gemeinden, aber auch dementsprechend zur Darstellung in Richtung Öffentlichkeit. Also es findet auf jeden Fall diese Vorgehensweise meine Zustimmung und ich möchte mich bei allen, vor allem bei der Frau Magister Veronika Messeritsch und bei meinen beiden Damen der Gemeindeabteilung, Brigitte Novosel und Tina Philipp, bedanken und selbstverständlich auch bei allen, die hier mitgeholfen haben. Ich glaube, das ist der richtige Weg, ein gemeinsamer Weg, der in Burgenland hier Platz greift. Dankeschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde, dass das heute ein wichtiger und wesentlicher Tag für die Gestaltung der Zukunft in den burgenländischen Gemeinden ist. Wir haben heute einen Meilenstein hier gesetzt, mit der Zielsetzung, dass wir hier die Topic in den burgenländischen Gemeinden in Zukunft umsetzen wollen. Ich glaube, dass das nicht nur wichtig ist, sondern wirklich auch Chancen hebt und auch die Möglichkeiten für die burgenländischen Gemeinden tatsächlich auch sichtbar macht. Natürlich da auf der einen Seite mehr Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger und auf der anderen Seite aber natürlich auch das unternehmerische Denken der Gemeinden mehr in den Vordergrund hebt. Und ich denke, das ist auch ein ideales Instrument, um hier tatsächlich in die Zukunft investieren zu können und auf der anderen Seite natürlich auch den Überblick über das Gemeindevermögen zu haben, über die Gemeindefinanzen zu haben. Ich glaube auch, dass wir hier natürlich diesen Modernisierungsschritt hier als Vorreiter im Bundesgebiet nutzen sollten, um hier entsprechend auch die Richtung vorzugeben, auch für andere Bundesländer, für andere Gemeinden in andere Bundesländer. Wenn wir zuerst dran sind, und das sind wir hier als Pilotbundesland, dann kann man hier gestalten, dann kann man hier einwirken und ich denke, das ist hier sehr, sehr gut und professionell vorbereitet worden und deswegen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei allen Beteiligten. Natürlich beim Landeshauptmann und Landeshauptmann-Stellvertreter, die hier das politisch entsprechend unterstützt und aufgebaut haben, aber natürlich auch bei den Fachexpertinnen und Experten, die bereits namentlich erwähnt worden sind, hier im Hause, in den Fachabteilungen, genauso wie in den Pilotgemeinden, wie beispielsweise bei der Gemeinde Antau, die hier großartige Arbeit gelegt haben, um hier natürlich auch diese Aufklärungsarbeit für die Gemeinden durchzuführen, weil das ist natürlich sehr, sehr viel Notwendigkeit, um den Umsetzungsschritt in den Gemeinden dann zu leisten. Ich kann nur sagen, ich unterstütze dieses Projekt voll und ganz. Ich sehe es als wichtigen Schritt in die Zukunft, als ganz, ganz wichtigen Schritt der Modernisierung der burgenländischen Gemeinden. Ja, und ich freue mich auf die Umsetzung, weil ich glaube, dass uns das ganz weit weiterbringen wird. Ja, auch meinerseits ein herzliches Danke an alle Beteiligten, die dieses Pilotprojekt ermöglicht haben. Die Diskussion um die Änderung des Haushaltswesens in den Gemeinden ist ja keine neue. Die internationalen Ebenen, die sehen dies auch vor, dass österreichweit auch diesbezüglich und nicht nur österreichweit, sondern auch, wie erwähnt, auf europäischer Ebene eine Vereinheitlichung stattfinden soll. Es ist eine sehr dynamische Materie auch geworden. Durch die Stabilitätspakte sind natürlich immer wieder auch zusätzliche Berechnungen notwendig geworden, die derzeit in der Kameralistik als Nebenrechnungen geführt werden, Nebenauswertungen und
bei einer integrierten gesamtheitlichen Buchhaltung ist es dann möglich, dass das in einem Bus erfolgen kann, dass die Auswertungen dann auch dementsprechend immer wieder fundiert direkt in der Buchhaltung vorzufinden sind. Es liegt nun daran, dass das System auch österreichweit dann so implementiert wird. Ich denke, das ist das Entscheidende. Die Voranschlagsrechnungsabschlussverordnung ist derzeit in Diskussion. Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass es möglich ist, aufgrund der derzeitigen Vorgaben dieser drei Komponentenrechnung, Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung, eine Gemeinde, eine kleine Gemeinde verhältnismäßig auch umzustellen. Und wir hoffen, dass wir diese Vereinheitlichung auch schaffen, dass wir natürlich, und darauf sind auch wir Gemeindevertreter, mit einem Auge immer dran, dass die kostenmäßige Belastbarkeit der Gemeinden in Grenzen bleibt, dass die Umstellungskosten im Rahmen bleiben. Und dass deswegen wäre es auch wichtig, dass wegen der EDV-Anbieter dann dementsprechend auch alle Gemeinden Österreichs im Boot wären. Auf jeden Fall ist das ein wichtiger Schritt. Wir haben Transparenz, wir haben Erfahrung als erstes Bundesland und können uns hiermit auch österreichweit einbringen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann es ganz kurz machen. Ich glaube, aus Sicht des Städtebundes war es wirklich ein Vormittag, der eigentlich sehr erfolgreich war. Haushaltsreform im Burgenland. Ich glaube, dieses Papier hat diese Betitelung auch verdient. Sie haben schon gehört, welche Vorzüge es haben wird. Aber ich glaube, das, was das Burgenland auszeichnet, was diesen Vormittag auszeichnet, ist, dass sich alle an einen Tisch gesetzt haben, die Fachleute das wirklich sehr super vorbereitet haben. Und ich glaube, das ist eine burgenländische Lösung, dass man diese Haushaltsreform umsetzen kann anhand einer Gemeinde, Gemeinde Anton. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich solche Reformen mit tatsächlichen Zahlen präsentieren kann. Und ich glaube, es hat auch gezeigt, dieser Vormittag und die Gesprächsrunde im Vorfeld, dass es für alle Gemeinden umzusetzen ist, kleine, große Gemeinde, dass es Vorteile haben wird. Und diese Haushaltsreform im Burgenland ist ein Schritt in die richtige Richtung, der modern sein wird, der transparent ist und der wirklich den Bürgern, dem Land und natürlich auch den Bürgermeistern in Zukunft sehr wichtige Daten liefern wird. Und ich bin stolz, dass das bei uns im Burgenland passiert.